Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Let's Play Motorsport Manager hier mit unserem Archer BMR Team in der European Racing Series. Ja, das nächste Rennen in Belgien, die Ardennen-Achterbahn, steht auf dem Programm. Ja, und wir waren beim letzten Mal eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs. Platz 8, Platz 9, das konnte sich, denke ich, sehen lassen. Ja, hat natürlich mal wieder gewonnen in Portugal, war ja klar, wer sonst. Unser Auto bzw. unsere Autos sind wieder völlig am Ende, müssen repariert werden. Und die Presse überschlägt sich schon wieder, ob der tollen Leistung von Garuda und Scouting-mäßig wurde der Lorenzo Mori ja gescoutet. Ein Italiener, 28, arbeitslos. Ist ein Angsthase, dauerhaft Angsthase, minus Bremsen, minus Überholen. Okay, hat ein kleines Trauma bezüglich eines schweren Unfalls in Dubai. Minus 2 auf jede Eigenschaft, die er hat, und das Ganze ebenfalls permanent, allerdings nur auf der Strecke Dubai. Und aktuell fährt er Rallye. 16 Wochen hält dieser Bonus noch an. Kurvenverhalten plus 1, Marktfähigkeit plus 5. Heißt, ja, standardmäßig hat er 54 Marktfähigkeit. Ja, kann man sagen, okay, ist vielleicht ein ganz durchschnittlicher Fahrer, ganz okay, aber das Bremsen ist halt schon übel, gell? Das haut schon rein. 4 ist echt wenig. Kurvenverhalten 20 ist natürlich super. Könnte man mal vorsichtig auf die Liste setzen. Na gut, okay. So, sind die Teile eigentlich fertig inzwischen, oder wie sieht's aus? Nö, wird immer noch repariert, genau. Jetzt ist die Reparatur abgeschlossen, gut. Fahrzeugreparatur beendet. Wir haben minus 200.000, da fehlt also ein bisschen was in der Kasse. Heißt, wir können aktuell keine neuen Teile bauen. Das Auto ist immer noch auf Platz 8. Wir können nur verbessern, nur, was heißt nur? Nur ist gut. Nur ist gut. Derzeit wird der Motor verbessert, genau. Aber der ist auch gleich durch, gell? Und dann stehen wir sauber da. Okay. Ja, wir haben keine Kohle. Wir haben keine Kohle, Leute. Oh, ist das übel. Was kriegen wir denn aktuell? Oh, wir haben auch keinen Sponsorplatz hier. Das ist ja schlecht. 700.000 plus, okay. Heißt, ein kleines Geld könnten wir in die Hand nehmen. Ich habe mir das mit den Mitarbeitern übrigens nochmal überlegt. Ich würde es, glaube ich, doch nochmal gern probieren hier. Bei Freddy Cooper, da können wir, glaube ich, noch, oder? Nee, okay, der ist auch schon ein bisschen sauer, na gut. Wo können wir es noch? Bei Charlotte Barker vielleicht? Haben wir es da auch schon verschissen? Nee, okay, mit ihr können wir noch reden. Ach Gott, das ist die Tante, die so teuer ist, gell? Oh, ja. Einen langen Vertrag. $400.000, das ist dick. Fünfte oder besser, 27.000. Okay, wir schicken mal das Angebot weg. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, aber man kann es nochmal probieren, aber es ist echt dick. Es ist echt dick. Okay, der Kollege kostet natürlich auch 71.000. Ah. Mal schauen. Warten wir ab. Okay. Gut, ich bin am Überlegen, vielleicht, ja, noch ins Minus zu gehen, auch wenn es mir nicht passt. Ey, ja. Motor kann ich momentan vergessen. Kein Geld. Getriebe ist auch schon sehr grenzwertig. Kostet auch ein Schweinegeld. Beschleunigung 20. Okay. Und jetzt habe ich schon ein Problem. Jetzt habe ich schon ein großes Problem, und zwar kann ich nur aus diesen drei Teilen wählen. Plus 40 Beschleunigung, aber nur während des Qualifyings. Wir fahren kein Qualifying. Hier verlieren wir Beschleunigung. Hier bekommen wir Beschleunigung. Allerdings haben wir hier einen Risikolevel. Das heißt, sollten wir dieses Teil bauen und einsetzen, ist es illegal. Dieses Teil ist illegal. Wenn man uns damit erwischt, ist das Teil weg, wir verlieren die Punkte, wir zahlen eine Strafe. Das
Also eher uninteressant. Aber wir können die Eigenschaft unseres... Na gut, das bringt auch nichts, gell? Bekommen wir hier einen Slot für großartig, da gewinnen wir nichts. Ja, es ist bescheuert, Entschuldigung, es ist einfach bescheuert. Auf der anderen Seite würde ich dadurch mir ein gutes Teil freischalten und könnte dann beim nächsten Mal ein noch besseres brauen, hätte drei Komponenten und könnte dann zumindest fürs nächste Jahr ein besseres Getriebe bauen mit illegalen Teilen. Also mit illegalen Komponenten, das habe ich glaube ich noch nicht erklärt. Wenn ich etwas baue, also ein Motor zum Beispiel oder Getriebe oder was auch immer, wenn ich Teile baue mit illegalen Komponenten und ich übernehme diese Teile ins nächste Jahr, dann sind die danach nicht mehr illegal. Also Risikolevel. Der Risikolevel geht beim Saisonwechsel verloren. Also lege es auf der Hand, so viele Slots wie möglich freizuschalten und ein Teil zu bauen oder zwei Teile, je nachdem wie viel Geld ihr habt, weil wir haben ja auch zwei Autos, mit möglichst viel Leistung und diese allerdings in der alten Saison nicht zu verwenden, sondern dann beim Saisonwechsel ins Auto der nächsten Saison einzubauen. Und dann über den Saisonwechsel hinaus quasi die Risikolevel für das Teil zu verlieren. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu kompliziert erklärt. Wir probieren es einfach mal. Komm, was soll's. Oh. Ein Komponentenplatz ist leer. Ja, mei. Machen wir Bauzeit minus 1, genau. Dann geht's noch schneller. Diese Komponenten des Ingenieurs kosten übrigens nichts. Hier kostet die Komponente 50.000, hier 100.000. Und großartige Komponenten können wir zum Beispiel gar nicht bauen. Die sind hier gesperrt. Warum? Weil wir keine Telemetriestation haben. Man kann nur durchschnittliche und gute Komponenten bauen. Und für alles andere braucht man ein ausgebautes Hauptquartier. Das ist auch noch so eine kleine Einschränkung. Okay, also wir probieren es mal so rum, dass wir zumindest den dritten Slot hier freischalten. Oh Gott, oh, die nächste Kohle, die draußen ist. Ich bereue es schon wieder, ich weiß es eh. Ich werde das bereuen. So. Dann pushen wir mal die Flügel noch ein bisschen. Der Motor wird schon gepusht, genau. Was können wir noch pushen? Die Aufhängung vielleicht noch, so. Genau, zack. Auf geht's, viel Spaß. Interviewanfrage, warum das denn? Was wollt ihr denn? Wir würden gerne ein Interview mit El Sadat führen, wäre das okay, wir zahlen auch Geld. Ja, doch, der hat Zeit für euch, definitiv. Garantiert. Jetzt haben wir 100.000 kassiert und der El Sadat hat ein bisschen Moral verloren, aber mein Gott. Der fängt sich schon wieder. Der beruhigt sich schon wieder. So. Okay. Leistungsverbesserung abgeschlossen. Cavalcanti will angeblich Silver Racing verlassen. Wer hätte das gedacht? Okay, Cavalcanti haben wir noch nicht gescoutet. Und was haben wir hier? Vertragsneuverhandlungen. Natürlich, die will natürlich wieder mehr Geld. Ist ja logisch. Boah, Alter, echt? Beleidigt, unzufrieden, beleidigt. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Unverschämt, zu teuer. Unverschämt, zu teuer. Nö, dann lassen wir das. Okay, Sponsor, wie sieht's aus? Das ist ja nicht so prickelnd, wenn ich mir das so anschaue. Also der hier ist ein Witz. Das sind 100.000 pro Rennen. Das sind 150.000 pro Rennen. Das ist ein bisschen mehr. Ist zwar ein Rennen länger, aber wir kriegen hier zumindest nochmal eine kleine Vorauszahlung, nämlich den hier. Ist jetzt nicht so der Hit, aber hier kleines Geld. Ja, 800.000 machen wir plus. Heißt, damit wären wir zumindest wieder pari. Und je nach Rennerfolg muss man dann schauen, wo die Reise hingeht in die Ardennen. Moment. Frontflügel, Beschleunigung, Motor, okay.
Ja, ich meine, da arbeiten wir gerade dran an der Frontflügel, ne? Motor wird ebenfalls dran gearbeitet. Das Getriebe ist bei 94 bzw. 95%. Muss man, glaube ich, auch nicht mehr. Und den könnten wir noch verbessern. Ne, wir könnten eigentlich das Auto von Rogers hier noch ein bisschen pushen. Ja, komm. Wird schon, ne? Wird schon. Gut, da kriegen wir die Teile auch fertig. Passt. Ja, das ist halt, wenn am Anfang die Kohle nicht da ist, ne? Das ist schon hartes Brot. Das Geld ist, ja, wenn es am Anfang fehlt, kein Spaß. So, jetzt kommt dann die Abstimmung mit den längeren Rennen. Den haben wir hier, Talentsuche abgeschlossen. Marike Moilin. Paydriver. 300.000. Das ist doch ordentlich. Die würde quasi pro Rennen, das sie fährt, bei uns 300.000 zahlen. Also nicht sie, sondern der Sponsor von ihr. Und wenn wir sie als Testfahrer nehmen und Training fahren lassen, dann wird es die Hälfte geben, also 150.000. Da könnten wir mal ein Angebot machen. Ja, halt ist mir nicht sehr wichtig, dann machen wir mal 60.000. Status ist nicht sehr wichtig, Reservefahrer, langer Vertrag. Handgeld und Prämien gibt es keine. Gott, Angebot senden. Ja, dann ersetzt die bei uns den Peter Young. Da läuft der Vertrag ja auch bald aus und ich meinte, also der kann ja gar nichts. Ja? Ich meine, die Mollen kann auch nichts, aber die zahlt wenigstens Geld. So, die Abstimmung, jawohl. Also, Rennen sind normal lang. Gute Balance zwischen chaotisch kurzen und leistungsbasierten Rennen. Diese Regeländerung ist vorteilhaft für Velaxa und Octane und schlecht für den Rest. Da gehe ich davon aus, dass die Kollegen alle dagegen stimmen, deswegen enthalte ich mich und spare mir meine Stimme. Wir enthalten uns. So, Max Neumann, Garuda ist dafür. Wladimir Ivanov von Eastwood ebenfalls. Harvey Wheaton ist dafür. Firebird ist dagegen. Silver Racing ist dagegen. Octane ist dafür. Super. Dragon ist dagegen. Darcy White ist dagegen. Gott sei Dank. Und Predator ist auch dagegen. Okay, das war knapp. Das war knapp. Es bleibt so, wie es ist. Sehr gut. Und wir haben uns eine Stimme gespart. Perfekt. Hervorragend. Ernie Heckelrock meldet. Alles klar. Bleibt so weiter. Gute Ernie. Der gute Bernie. Hätte ich bald gesagt. Bernie Ecclestone. Und jetzt ist ja bekannt, ne? Nach 40 Jahren in der Formel 1 als oberster Chef hat sich das Thema jetzt erledigt. Er wurde abgesägt. Der neue Eigner hat ihn in den verdienten Ruhestand geschickt. Liberty Media. Bernie Ecclestone, eine Ära endet, eine neue beginnt. Wir sind gespannt. Okay, dann weiter geht's. Arbeiten abgeschlossen. Okay, Auto ist fertig. Genau, die machen hier noch Leistungsentwicklung. Okay, dann können wir hier noch die Zuverlässigkeit komplett vom Getriebe nach oben bringen. Und der Heckflügel, ja, schadet mit Sicherheit auch nicht. Wenn man da ein bisschen was macht. So, okay, noch ein bisschen pushen. Das sieht doch gut aus, genau. Na, die Teile werden noch rechtzeitig fertig, sehr schön. Und Rennwochenende in Kapstadt und Vancouver von der World Motorsport und der Asia Pacific. Nina Holz gewinnt. Steinmann meldet sich zurück. Aber in Führung immer noch der gute Sharp von Panther Race Team mit einem Punkt Vorsprung. Chapman nur auf der 4. der Weltmeisterschaft. Gut. Ja, und im Asia Pacific. McNeil in Führung mit deutlichem Abstand sogar. Monroe. Na gut. Kennen wir noch, natürlich noch niemanden. Ne? Wir sind ja bei uns in der untersten Liga. Also, was soll das? Jetzt müsste dann gleich das Getriebe fertig sein. Jawohl, das ist auch schon passiert. Bau vom Getriebe abgeschlossen. Jetzt bin ich gespannt, was kann das Teil? Nicht viel, ne? Genau. Ist im Endeffekt genauso gut wie das andere Getriebe, nur mit dem Level gut. Heißt, wenn wir jetzt ein neues Getriebe bauen würden, hätten wir den dritten Slot freigeschaltet. Man könnte jetzt also hergehen und sagen: So, jetzt wollen wir Beschleunigung, Beschleunigung, Beschleunigung.
hätten ein mittleres Risiko hier, wenn wir das bauen würden. Also dieses Teil dürften wir nicht verwenden im Rennen, das wäre ein bisschen too much. Aber zumindest sieht man hier, was für eine Leistungssteigerung man machen würde. Und dieses Teil würden wir uns halt dann aufheben für die nächste Saison. Aber würde nochmal 1,2 Millionen kosten, die wir aktuell nicht haben. Genau, richtig. So, nichtsdestotrotz können wir dieses Getriebe hier zumindest einmal pushen. Können wir das hier rausnehmen, genau. Und auch die Aufhängung hier nehmen wir raus. Okay. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Teile anbauen oder sowas? Ich glaube nicht, gell? Jetzt müsste doch alles soweit richtig verbaut sein. Ich schaue bloß nochmal kurz drüber. Ja, da sehe ich eigentlich keine großen Fehler. Also wir haben sehr an unserer Zuverlässigkeit gearbeitet. Das sieht gut aus. Na gut, dann geht's ab in die Ardennen. Oh, der Vertrag ist angenommen. Die gute Mäulen nimmt den Vertrag an. Sehr schön, dann werden wir die jetzt sofort einstellen für unseren Peter Young. Heißt, hier werden 285.000 Ablöse fällig. Aber kein Problem. Kein Problem, die gute Mäulen ist jetzt bei uns am Start. Die kostet uns pro Rennen 60.000. Bringt aber 150.000 ein. Also heißt, pro Rennen holen wir 90.000 plus raus, wenn wir diese Dame im Training fahren lassen. Ja, und nach drei Rennen müsste dann irgendwie so die Ablöse für unseren guten Kollegen, den wir gerade in Ruhestand geschickt haben, wieder drin sein. Und ab da verdienen wir Geld mit der guten Dame. Jawohl, Vertrag unterzeichnet, gelbe Kappi aufgesetzt. Marieke Mäulen jetzt bei uns hier am Start. Und natürlich wieder die Presse hat es als erstes gewusst. Sehr schön. Okay, ja, dann geht's zum Training in die Ardennen, aber Leute, nicht mehr heute, genau, das reimt sich beim nächsten Mal. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Dabeisein hier beim Motorsport Manager. Ich hoffe, ihr schaltet zum Training wieder ein, wenn es nach Belgien geht, die Ardennen Achterbahn wartet. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.